Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu meinem Neuzugänge-Video für den Juli 2015. Ja, es ist ja Wahnsinn, wie schnell die Monate dahinrasen. Jetzt ist schon wieder Ende Juli. Jetzt kommen so langsam die ganzen Neuzugänge-Videos bei den Booktubern hoch und auch bald schon die Lesemonate, die ja immer heiß begehrt sind. Und ich gucke die auch immer ganz gerne, was so die anderen Kollegen alles geschafft haben zu lesen. Ja, aber jetzt erstmal, wie gesagt, die Neuzugänge. Ist auch wieder ordentlich was dazugekommen, auch wenn ich mir eigentlich ein Kaufverbot auferlegt habe, weil ich jetzt meinen Sub erstmal abbauen möchte bis zu meinem Geburtstag in Oktober, wo dann ja wieder neuer Lesestoff dazukommt, hoffentlich. Und das habe ich eigentlich ganz gut eingehalten. Ich habe mir nämlich nur ein Buch gekauft in diesem Monat, aber es ist trotzdem, sind trotzdem andere Bücher dazugekommen, durch ja, Rezensionsexemplare und ja, Leseexemplare. Und ich habe dreimal bei Gewinnspielen gewonnen, da freue ich mich natürlich riesig. Es sind auch nicht nur Bücher, die dazugekommen sind, sondern auch ein bisschen was anderes, was ich euch gleich zeigen werde. Aber das wird sehr, sehr spannend und ich freue mich, ja, das alles mit euch zu teilen, weil es sind einfach wunderschöne Sachen dazugekommen. Als erstes zeige ich euch ein kleines Büchlein, was ich in einem Gewinnspiel gewonnen habe. Und zwar nicht bei einer Booktuberin oder einer Buchbloggerin, sondern das ist eine Produkttesterin, die Beauty- und Lifestyle-Produkte vorstellt. Und da hatte ich halt bei ihr entdeckt, dass sie so kleine Büchleins verlost und da habe ich einfach mal mitgemacht und tatsächlich Glück gehabt. Und zwar ist es, sie hat mir so eine kleine Karte hier beigelegt. Die liebe Annika von Secretlicious. So sieht sie aus. Ja, und da habe ich, wie gesagt, mitgemacht und gewonnen. Und zwar dieses kleine, süße Buch von Paperblanks. Paperblanks macht halt so kleine Notizbücher oder Adressbücher. Und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es so klein ist, aber finde es umso niedlicher. Und ich weiß noch nicht genau, was ich da reinschreiben werde. Es ist halt wirklich total blank. Huch, jetzt fällt die Karte raus. Hat so ein kleines Lesebändchen noch mit dabei. Ja, mal schauen, was ich da reinschreiben werde. Ob da irgendwie Notizen zu meinen, ja, zu meinen Büchern reinkomme, Lesestatistiken oder irgendwas anderes. Ich weiß es noch nicht. Ich möchte mir das halt gut überlegen, weil man die Seiten nicht austauschen kann und irgendwie nicht irgendwas reinkritzeln möchte. So, als nächstes kommen wir zu dem Buch, was ich mir gekauft habe, also das einzige, und zwar auch wirklich gut überlegt, denn ich habe ja für euch das Zirkus-Special-Video gedreht und hochgeladen und da hatte ich ja eine neue Erscheinung entdeckt, die da super gut reinpasst und hatte das eigentlich beim Löwe Verlag als Rezi-Exemplar angefordert, die haben sich aber nicht gemeldet und dann dachte ich, ja gut, dann kaufe ich mir das halt eben, weil ich dachte, das passt einfach so gut in das Video rein und wenn ich das denn zu dem Moment schon drehe, dann kann ich das da auch lieber zukaufen. Und zwar rede ich von diesem hier, Mitternachtsclowns von J.J. Howard, im Löwe Verlag erschienen, wie gesagt, für 14,95 Euro gebunden und im letzten Monat, glaube ich, erschienen. Da habe ich euch in dem Video ja auch schon das Cover, ach Quatsch, den Klappentext vorgelesen, aber das werde ich jetzt nochmal machen, weil ja nicht jeder dieses Video gesehen hat. Ich stolpere die kleine Metalltreppe hinunter und falle um ein Haar über einen Tiger, tatsächlich, einen majestätischen, leuchtend orange und schwarz gestreiften Tiger. Glücklicherweise trägt er ein Seil um den Hals und wird von einem alten Mann in einen abgewetzten Cord-Overall geführt. Schnell murmle ich eine Entschuldigung. Ich kann mich im wildesten Feierabendgewühl über einen U-Bahnsteig auf der 42nd Street manövrieren, ohne irgendjemand in die Quere zu kommen. Aber hier, mitten im Nirgendwo, muss ich natürlich über einen Tiger stolpern. Ja, ich fand das irgendwie ganz lustig geschrieben und bin gespannt, wie mir das gefallen wird und werde euch natürlich berichten. Wem das Thema auch noch interessiert und fasziniert, der kann ja gerne mal in das Zirkus-Special reinschauen. Werde ich hier irgendwo, ich weiß nicht auf welcher Seite, das i wie Info denn aufploppt, aber da werdet ihr das gleich sehen. Und dann, ja, guckt doch mal rein. Das ist wirklich, habe ich mir wirklich Mühe gegeben und ich hoffe, das sieht man. Es hat auch wirklich Spaß gemacht, das zu drehen.
So, als nächstes kommt wirklich ein totales Highlight. Das habe ich mir als Rezensionsexemplar, oder ich habe angefragt, ob ich das als Rezensionsexemplar bekommen kann, habe aber eigentlich nicht mit gerechnet. Und zwar habe ich euch ja erzählt, dass ich ein totaler Walter Mörs-Fan bin und jetzt so langsam anfange, alle seine Werke als gebundene Ausgabe mir zu holen, wenn ich die nicht schon habe. Hatte ich jetzt ja auch Rumo mir gebunden geholt und euch das Taschenbuch verlost. Das habe ich jetzt auch schon an die Gewinnerin abgeschickt. Ja, und dann gibt es ja noch diese total geniale, farbige Captain Blaubeer-Ausgabe, also 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Das Buch kenne ich ja schon, das hatte ich auch als Taschenbuch, habe ich aber mittlerweile schon verkauft, weil ich mir halt vorgenommen die als gebunden zu kaufen. Und dann ist halt diese farbige Ausgabe gekommen und ich dachte, ja, die musst du unbedingt haben. Wollte dann auf meinen Geburtstag warten, dass ich mir das da dann wünsche. Aber irgendwie hatte ich ein bisschen Zeit und dann habe ich im Bloggerportal mal geguckt, ob es da vielleicht angeboten wird. Da habe ich es nicht gefunden, aber ich habe eine liebe Mail an den Verlag geschickt und einfach mal nachgefragt, ob sie da ein Rezensionsexemplar noch vorrätig haben. Und ich habe ihnen halt auch erzählt, dass ich gerne ein Walter Mörs Special machen möchte, wo ich dann alle Werke gebunden vorstelle. Und die Idee hat ihnen sehr gut gefallen und deswegen haben sie mir tatsächlich ein Exemplar zugeschickt. Und zwar hier ist dieses wunderbare Stück, also es ist echt ein Hammer, finde ich. Also allein die Größe und die Aufmachung und dieser Umschlag, dann hier oben der blaue Schnitt, dann haben wir hier auch noch ein goldenes Lesebändchen. Ja, also ich freue mich da riesig drauf. Wie gesagt, ich möchte da noch ein Special zu machen, habe aber überlegt, vielleicht auf das Neue zu warten. Das kommt ja im Oktober. Das ist ja der dritte Band von der Stadt der träumenden Bücher. Das wird dann das Labyrinth der träumenden Bücher heißen und da warten ja die Fans schon sehr ungeduldig drauf. Sollte ja eigentlich schon letztes Jahr erscheinen, aber jetzt wurde es verschoben. Ja, da habe ich überlegt, dann vielleicht drauf zu warten und dann erst das Special zu machen. Aber ich möchte natürlich dieses Buch auch nicht zu kurz kommen lassen. Vielleicht mache ich da nochmal ein einzelnes Video von und dann zeige ich euch nochmal ein paar farbige Illustrationen da draus. Also freue ich mich natürlich. Ja, ich denke, das werde ich so machen, dass ich da ein einzelnes Video drüber drehe und dann später im Herbst nochmal ein Special mit allen Bänden mache. Ja, also nochmal vielen, vielen lieben Dank an den Knaus Verlag, dass sie mir das als Rezensionsexemplar gesendet haben. Freue ich mich einfach riesig drüber. Habe ich nicht mitgerechnet und das war, glaube ich, auf jeden Fall mein Highlight in diesem Monat. Obwohl, als nächstes kommt wieder ein Highlight. Und zwar lese ich auch sehr gerne Ursula Poznanski. Also Erebos und Seculum sind ja zwei Jugendbuch-Thriller, die ich einfach so gefressen habe. Also so spannend und konnte ich nicht aus der Hand legen. Dann habe ich ja noch ihre Krimis für Erwachsene gelesen. Die hießen ja 5. Blinde Vögel und Stimmen. Auch wieder echt super Ideen. Hat mir gefallen. Echt spannend und auch gut ausgearbeitete Figuren. Und jetzt kommt im August ein neues Jugendbuch von ihr raus. Und da habe ich jetzt das Leseexemplar zu. Und zwar heißt das Layers. Ist auch im Löwe Verlag erschienen. Wird 14,95 kosten und erscheint, glaube ich, am 14. August wird das dann erscheinen und ich werde das dann auch rechtzeitig lesen. Ich denke mal Anfang August werde ich damit anfangen, damit ich euch gleich dann die Rezension hochladen kann, wenn das erscheint. Ja, da habe ich das habe ich von einer Kollegin bekommen, die das als Leseexemplar gelesen hat und sie meinte, sie braucht das auch nicht unbedingt zurück. Freue ich mich natürlich drüber, dass ich das dann direkt auch bei mir ins Regal stellen kann, wenn nicht noch andere Kollegen das erstmal lesen möchten. So, und jetzt kommen noch zwei Gewinnspiele, wo ich Glück hatte. Als nächstes ein Lovely Books Gewinnspiel. Ich habe mich ja bei Lovely Books angemeldet. Und da kann man sich für Leserunden anmelden. Das heißt, man liest zusammen
mit anderen Nutzern in einer bestimmten Zeit dasselbe Buch und tauscht sich dann darüber aus. Und bevor diese Leserunde beginnt, kann man bei manchen dann halt auch Exemplare von diesem Buch gewinnen, wenn man sich da anmeldet. Meistens ist da dann noch irgendwie eine Frage zu und da soll man dann drauf antworten. Ja, und ich habe gewonnen bei einer Lesenrunde, und zwar für ein Bilderbuch. Und zwar dieses süße Stück hier, Kuschelflosse, die blubberbunte Weltmeisterschaft. Ist im Magellan Verlag erschienen für 12,95 Euro. Das ist mittlerweile schon der zweite Band von Kuschelflosse. Und was ich nicht wusste, zusammen bei diesem Gewinnspiel konnte man halt einmal das Buch und das Hörspiel gewinnen. Und ich dachte, das wäre genau die gleiche Geschichte. Aber das Hörspiel ist der erste Teil. Und zwar hier, Kuschelflosse, das unheimlich geheime Zauberriff. Ja, und gelesen wird das von Ralf Schmitz, was ich super passend finde. Ich habe da gestern Abend beim Einschlafen schon ein bisschen reingehört. Und ich finde, er kann super diese verschiedenen Figuren nachsprechen mit verschiedenen Stimmen. Also das kann er sehr lustig machen und das Niedliche kommt bei ihm auch ganz gut hervor. Passt echt super zu der Geschichte. Hier habe ich noch nicht reingeguckt, da möchte ich erstmal den ersten Teil zu Ende hören und dann werde ich mir hier dieses hier zu Gemüte führen. Ja, und wenn ich damit durch bin, dann bekommt vielleicht meine Nichte das weitergereicht, dass sie damit auch ihre Freude hat. Aber zunächst möchte ich mich damit vergnügen. Und mit dem Hörspiel passt das auch immer total gut, weil ich super gerne zum Einschlafen immer was total Harmloses und Süßes und Lustiges höre. Und da passt das wirklich gut, dass man sich damit in den Schlaf hört. Obwohl es immer sehr, sehr lange dauert, bis man dann mit so einem Hörspiel durch ist, weil man immer so schnell einschläft. Ja, und auch von Lovely Books. Das ist allerdings kein Gewinnspiel gewesen, sondern ein Willkommensgeschenk. Wurde halt so angepriesen, wenn du dich anmeldest, dann bekommst du halt auch ein Willkommensgeschenk. Und ich habe von anderen Nutzern gehört, ja, das dauert ein kleines bisschen. Aber bei mir hat das gar nicht so lange gedauert. Vielleicht lag es auch daran, dass ich das schon wieder vergessen hatte. Es kam auf jeden Fall irgendwann ein Brief zu mir mit einem lieben Willkommensschreiben da drin und was man alles bei Lovely Books machen kann. Und dann waren noch diese Schätze dabei, diese drei total niedlichen Lesezeichen. Ich bin ja sowieso Lesezeichen-Fan und bei mir ist es auch immer so, dass ich passend zu meinem Buch immer mein Lesezeichen aussuche. Ich habe eine Schublade mit Lesezeichen und da krame ich dann immer rum und schaue, was könnte zu meinem aktuellen Buch passen. Und ja, ich weiß, es ist irgendwie total abgefreakt, aber irgendwie bringt mir das Spaß. Ja, und da freue ich mich, die dann auch nutzen zu können. Was bei denen besonders ist, dass man hier mal was abknicken kann, um die Seite rumzulegen. Hier ist es einmal der Fuchsschwanz, bei der Eule ist das der eine Flügel und am besten finde ich hier das Eselsohr, weil das halt auch irgendwie noch so eine Symbolik hat. Und es steht auf jedem nochmal was drauf. Hier der Esel, da steht jedem Buch sein Eselsohr. Bei der süßen Eule steht, ich lese, also bin ich. Die hat dann halt auch noch ein Buch unterm Flügel geklemmt. Und beim Fuchs steht, schlau wie ein Fuchs mit Lovely Books. Ja, wirklich total süß. Habe ich mich riesig drüber gefreut, über so ein bisschen Pappe. Aber süß gestaltet. Huch, fällt mir alles runter. Hinten drauf kann man dann auch noch schreiben, was man damit gelesen hat und so paar Notizen machen, aber ich glaube, das werde ich freilassen. Das muss nicht unbedingt sein. Ja, vielen Dank nochmal an Lovely Books für die Lesezeichen, aber auch für die Kuschelflosse-CD und für das Buch und natürlich auch an den Magellan Verlag, der das zugesendet hat. So, als letztes auch nochmal ein Gewinnspiel. Und zwar habe ich teilgenommen bei einem Gewinnspiel bei meiner Booktube-Kollegin Nini Schoki Books. Und die hat anlässlich des jetzigen Kinofilms von den Minions zwei oder zweieinhalb Minion-Pakete verlost. Und ja, ich war eine Gewinnerin, da habe ich mich riesig gefreut. Und leider hat das ein bisschen gedauert mit dem Paket. Ich weiß nicht, die Post konnte das nicht in meine Packstation bringen. Vielleicht war die voll oder was weiß ich.
und hat es dann in eine Filiale hinterlegt, aber mir nicht Bescheid gesagt. So konnte ich natürlich nicht wissen, dass es irgendwie da ist. Aber mit Hilfe von Nini und der Sendungsnummer konnten wir dann herausfinden, dass das in einer Filiale hinterlegt ist. Und da habe ich einfach bei mir hier in der Filiale nachgefragt. Und tatsächlich, da lag es. Und so ist es dann heute bei mir eingetroffen, sodass ich auch mein Neuzugänge-Video endlich drehen konnte. Ja, und dieses Minion-Paket besteht einmal aus dem Filmplakat. Das zeige ich euch einmal. Ich glaube, ich kriege das nicht ganz auf dem Bildschirm, aber kann es euch denn von oben an einmal zeigen. Und zwar sieht man oben die drei Hosen von den Minions, die auf einer Wäscheleine aufgehangen sind. Darunter ist dann der Schriftzug, wie alles begann, weil es ja die Vorgeschichte ist zu Ich einfach unverbesserlich. Und hier unten sieht man die drei Minions mit nackten Hintern, wie sie zu ihren Hosen hochgucken. Ja, demnächst im Kino. Mittlerweile ist er schon längst im Kino. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Möchte ihn auf jeden Fall noch sehen. Ich weiß nicht, ob ich es im Kino schaffe, oder aber auf jeden Fall auf DVD werde ich mir ansehen. Bin ich schon sehr gespannt. Ja, und in dem Paket war noch das Original-Hörspiel zum Film, gelesen von Oliver Rohrbeck, der ja auch die Stimme von den drei, eine Stimme von den drei Fragezeichen ist, und er macht ja auch viel in den Hörbuchbereich, also der kann das wirklich gut. Ja, da freue ich mich drauf. Ach ja, und dann ist er natürlich auch die Stimme von Gru in Ich einfach unverbesserlich, da passt es natürlich erst recht. Ja, ich bin sehr gespannt, werde ich mir auch wieder zum Einschlafen zu Gemüte führen. Wird bestimmt niedlich. So, und als letztes, das ist das absolute Highlight in dem Paket. Und zwar, mal gucken, ob ihr das auch so toll findet, ist das diese Tasche. Eine richtig schöne große Strandtasche, kann man gut mit an den Strand nehmen oder zum Einkaufen oder wie auch immer. Ich bin ja auch total der Fan von der Farbe Gelb, deswegen passt das erst recht. Und ich finde es auch nicht zu kindlich oder kitschig gemacht. Also die kann man wirklich gut in der Öffentlichkeit zeigen. Ja, ist auch ein wirklich tolles Material und wirklich stabil. Und an der Seite steht noch einmal Minions und dass es Kevin ist. Ich weiß nicht, ob es diese Tragetasche auch mit den anderen beiden gibt, aber ich finde die echt super genial. Ja, nochmal ein super liebes Dankeschön an Nini Schoki Books und an den Hörverlag, der mir auch eine kleine Nachricht hier geschrieben hat. Liebe Frau so und so, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Minions. Viele Grüße aus dem Hörverlag Eva Korte. Ja, wirklich toll. Ich habe mich riesig gefreut. Jetzt bin ich total zufrieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die ganzen Sachen zu entdecken. Nun möchte ich natürlich von euch erfahren, ob ihr irgendwas von den Büchern schon kennt, schon gelesen habt oder schon etwas von gehört habt, ob ihr den Film schon gesehen habt und ja, ob ihr vielleicht auch so eine Macke habt mit den Lesezeichen und mit den Hörspielen, ob ihr auch gerne Hörspiele zum Einschlafen hört und so weiter. Ja, schreibt mir das in die Kommentare, freue ich mich drauf und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!